Intro bitte. Was? Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Danke Julian, dass du mir die Kamera gebracht hast. Sehr freundlich von dir. Wir sind ein bisschen im Stress, weil wir nämlich jetzt gleich in 20 Minuten aus dem Hotelzimmer auschecken müssen. Dann haben wir noch so anderthalb Stunden, dann geht's los zum Flughafen. Ich bin gerade meine Haare am glätten. Ich spiele mit dem Gedanken, den Hotelkugelschreiber zu klauen. Au, scheiße, jetzt habe ich meine Hand verbrannt. Jetzt kriegst du meine Reisepullover, habe ich immer an. Ich würde sagen, wir packen mal schnell unsere Sachen zusammen und melden uns danach nochmal bei euch. Wir haben nämlich noch nichts gefrühstückt und ein bisschen haben wir ja noch hier in Las Vegas. Aber bevor es damit losgeht, gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Und zwar gibt es für meine Abonnenten in diesem Video mega geile Beats-Kopfhörer zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur dieses Video zu kommentieren. Mit jedem Kommentar, den ihr hier drunter schreibt, nehmt ihr quasi einmal teil. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich auch sehr gerne über den Link in der Infobox machen. Denkt dran, in meinen letzten Videos sind natürlich auch noch Verlosungen, die alle noch laufen. Die Links stehen auch immer unten in der Infobox. Deswegen checkt die auch nochmal aus, falls ihr irgendeins meiner Vlogs vergessen habt. Zuschauen. Ich glaube nicht, was uns jetzt passiert ist. Wir kommen hier am Flughafen an. In 3 Stunden soll unser Flieger eigentlich gehen. Wir wollen einchecken. Ich wundere mich schon, warum da niemand an der Schlange steht. Und dann meint die einfach, ja, wegen dem ganzen Schneefall und dem schlechten Wetter in Deutschland ist der komplette Frankfurter Flughafen geschlossen und wir können heute nicht fliegen. Und wenn wir Glück haben, geht der Flug morgen. Also verschiebt er sich einfach um fast 24 Stunden. Ja, da kann ja nichts für wegen dem Wetter. Und ja, ich sag ja, ich bin ja nicht sauer auf die Fluggesellschaft, aber generell erstmal nervt es mich voll, dass man nicht einfach in eine andere deutsche Stadt fliegt. Okay, vielleicht geht das aus irgendwelchen organisatorischen Gründen nicht, kann ich auch noch akzeptieren, aber ich bin einfach gerade so hart genervt über diese Situation und wenn sich das morgen nicht verbessert oder vielleicht wieder schlimmer wird, dann fliegen wir morgen auch nicht. Wir hatten mit so viel Mühe und Not ein Video vorgedreht. Ja, wir hatten es extra. Geht das wieder komplett von vorne los, das müssen wir später hochladen, irgendeinen Ort suchen, müssen das. Wir hatten Termine. Genau. Wir sitzen einfach jetzt schon seit ungefähr anderthalb Stunden hier im Flughafen. Uns wurde gesagt, es gibt irgendeinen Shuttle, der uns irgendwo hinbringt. Keine Ahnung. Wir werden hier die ganze Zeit von einer Ecke zur anderen geschickt. Also, wir haben es endlich geschafft. Wir sind jetzt in einem Hotel angekommen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir suchen gerade unsere Zimmernummer. Übrigens danke an Julian. Ich schieb nur für die Zähne beide Koffer. Voll der Süße, ne? Sollen wir schon irgendwas zu dem Hotel sagen oder machen wir es gleich alles, wenn wir drin sind? Noch nicht, aber die haben es ja wahrscheinlich eh schon im Titel gesehen. Ich bin, es wird ein relativ günstiges Hotel in Las Vegas. Das stimmt. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich bin sau gespannt. Ich wusste nicht, dass es hier so günstige Hotels gibt. Nee, wusste ich auch nicht. 22,3 und 22,5. Oh, warte, da oben, nee. Was bringt denn dieses Fenster hier in einem Tunnel? Ein Fenster im Tunnel. So, wir sind angekommen. Boah, haben wir gerade das Gleiche gesagt? Ist ja klar. Ich hab nicht. Wir sind jetzt hier in diesem Zimmer angekommen. Hier darf man mit 3 Personen drin sein. Nö, eigentlich rein theoretisch sogar mit 4. Aber, wir sind halt zu dritt. Bibi, ich und Nadine. Ja. Bibi, Nadine und ich, eigentlich so. Dieses Zimmer ist in einem 3-Sterne-Hotel und hat eigentlich eine super gute Lage. Wir sind nämlich nur 2 Kilometer vom Strip, also von dieser Hauptstraße, entfernt, wo alle Attraktionen sind. Und es kostet $32 pro Nacht. Genau. Zusätzlich haben wir noch Frühstück inklusive bekommen. Das war so ein Special-Offer. Das bedeutet... Jeder hat einen $10 Frühstücksgutschein geschenkt bekommen. Das bedeutet, weil wir ja eh gefrühstückt hätten, kostet diese Hotelübernachtung nur noch $2. Und wir sind 3 Personen. Das heißt, diese Hotelübernachtung kostet uns pro Person pro Nacht 66 Cent. Ja, und das jetzt noch... Es ist Dollar. Ach so, stimmt. Nee, also ja. Dollar ist Cent. Dollar Cent. Und das jetzt umgerechnet sind ungefähr 50 Cent. Wir zahlen 50 Cent für pro Person für diese Hotelübernachtung. Und natürlich haben wir uns nicht lumpen lassen und es natürlich nicht gemacht, sondern der Nadine. Ja, wir haben ja nebenan ein eigenes Zimmer geholt. Und jetzt machen wir diese Schnäppchen-Room-Tour. Ich hätte niemals gedacht, dass man irgendwie
nirgendwo in so einer Stadt wie Las Vegas so günstig irgendwie übernachten kann. Vor allem, es ist echt sauber, ne? Es ist sauber und vor allem ist es groß. Also ich finde das krasse, dass es eigentlich ein Apartment ist und kein kleines Hotel. Und wir haben mega schnelles Internet, das kommt auch noch dazu. Fangen wir mal an mit der Roomtour für 50 Cent pro Person. Wir haben eine komplette Küche eigentlich. Mann! Das ist halt eigentlich ein komplettes Wohnzimmer. Auch warte, es kommt gerade ein Anruf rein. Ja? Ob mich das interessiert? Nein. Ob mein Handy falsch rum ist? Ich glaube schon, ja. Ach Mann, hör auf. Du musst jetzt meinen Roomtour machen. Ja, okay. Wir haben ein Wohnzimmer, was eigentlich voll geräumig ist, mit einem Fernseher. Ausblick! Wir wollen den Ausblick sehen! Wir haben sogar einen eigenen Garten. Okay, mach zu, da sind die anderen Leute nur gucken. Mach zu. Das war unser Wohnzimmer mit Küchenbereich. Ey, das ist so groß. Ich glaube, das Zimmer hat 8. Da haben sogar eine Schublade. Geil. Lass mal da anrufen. Dann geht's weiter hier ins Schlafzimmer. Jetzt hier natürlich auch relativ dunkel. Ich habe kein Licht angemacht. Sogar zwei Doppelbetten. Rein theoretisch könntest du auch mit zwei Pärchen, also mit vier Personen hier rein. Dann wäre das Ganze ja schon nur noch auf. Und dann kann man entweder von drüben oder von hier jeweils ins Bad reingehen. Bruh. Nee, hier ist jetzt gerade abgeschlossen. Wir müssen einmal rübergehen. Ah, okay. Mhm. Ist hier, was ist das? Kleiderschrank? Nee, das ist eine Toilette. Ernsthaft? Ja. Ach. So. Dann geht's hier ins Bad, was ich auch geil finde. Also ist jetzt kein riesen krasses Bad, aber wir haben halt einfach eine Badewanne und eine Dusche. Das ist auch nicht üblich in jedem Hotelzimmer. Okay, die Klimaanlage, können wir die bitte ausmachen? Fernbedienung von der Klimaanlage ist weg. Minuspunkt! Nee, muss ich gleich mal fragen oder gucken, wo die ist. Wir könnten mal so ein Projekt machen, dass wir vielleicht irgendwie so 100 Euro haben und müssen dafür einen Monat hier in Las Vegas übernachten. Oder keine Ahnung. Ja, oder in irgendeiner anderen Stadt. Oder mit 1000 Euro einmal um die Welt. Irgendwie so ein krankes Projekt. Boah, geil. Wenn ihr auch noch unbedingt Bock habt, so ein Schnäppchenjäger-Projekt. Wenn ihr Bock auf so eine Aktion habt, dann lasst uns mal einen Daumen nach oben auf dieses Video. Da irgendwie ist fast der ganze Tag jetzt für die Scheiße drauf gegangen. Wir sitzen jetzt im Taxi und haben uns gedacht, scheiß auf alles, der Tag ist richtig beschissen gelaufen, lass den besten Abend aller Zeiten draus machen und haben gerade eben Showtickets gebucht für so eine richtig geile Artistenshow, da freue ich mich mega drauf. Und jetzt fahren wir einfach nochmal zum Topgolf, weil uns das so viel Spaß gemacht hat. Schöne Einblendungen folgen jetzt. Also praktisch bei der Essensaufnahme gerade. Nun wird die Bianca sich ihre Nahrung kaufen. Nach der Nahrungsaufnahme wird die Nahrung verdaut und zu Kacke verarbeitet. Ah, was denkt die Frau bitte? Zum Glück verstehen die Leute mich hier nicht. Ist echt so. Wir sind wieder zurück im Hotelzimmer. Es ist jetzt doch schon relativ spät geworden und der Tag war echt sehr chaotisch und gerade heute Mittag, als wir erfahren haben, dass der Flug doch nicht geht, sehr stressig. Aber im Endeffekt bin ich irgendwie total glücklich darüber. Wir haben es geschafft, alles umzuorganisieren und wir hatten einfach einen kompletten Tag länger jetzt hier, was echt sauschön war. Ich habe den Tag sehr genossen. Die Show heute Abend war so hammergeil. Wenn ihr in Las Vegas seid, ihr müsst unbedingt in eine Show gehen. Das war einfach der absolute Hammer. Da waren so krasse Akrobaten. Es war definitiv die krasseste Show, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und eigentlich voll assi, dass ich gerade so laut rede, weil der Julian nämlich schon so halb eingeschlafen ist. Morgen wird der Klaus wieder angemacht. Stimmt, der Klaus war in dem Video gar nicht am Start. Aber den können wir hier nicht anmachen, weil ich voll die krasse Konstruktion gebaut habe. Zieht euch das mal bitte rein. Wir mussten einfach das Aufladekabel in der Steckdose mit einem Schuh befestigen, weil das einfach nicht geladen hat. Die funktioniert auch nicht, die ist kaputt, hier ist sehr, sehr kalt, aber egal. Naja. Dafür 50 Cent läuft, Bruder.
Ey, wie viel Uhr ist das? Ich bin auf jeden Fall aufs Frühstück gespannt. Ich hoffe, der... Gratis Frühstück? Ich hoffe, der... Naja, eigentlich haben wir ihn ja mit bezahlt. Ja, okay. Nimm deine Verlosung teil und lass mich schlafen. Okay, Leute, wir lassen den Julian schlafen, wir lassen euch in Ruhe. Danke fürs Einschalten. Ein Seitenschläfer. Danke für diese Information, lieber Julian. Dann seid auf jeden Fall morgen wieder am Start. Um 14 Uhr kommt der neue Vlog. Da werden wir dann hoffentlich zurückreisen. Wer weiß, was morgen passiert. Ich hoffe nicht, dass sich der Flug wieder verschiebt. Aber man kann es nie wissen. Seid auf jeden Fall am Start. Wie bitte? Ich ein kurzes, einprägsames Endlied singen. Sing uns ein Endlied. 14 Uhr ist Vlog-Time. Kannst du das rausschneiden? Nein, das bleibt jetzt so.